Ja, hallo und herzlich willkommen auf diesem neuen Kanal. Das ist mein allererstes Let's Play, was ich hochlade. Und es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, einen Daumen da lassen würdet, die Glocke aktivieren und auch gerne einen Kommentar. Heute spielen wir Mini Motorways. Für diejenigen, die es nicht kennen, da geht es darum, dass wir ja, die Bedürfnisse sozusagen von Häusern ja, decken und diese Bedürfnisse, die entstehen halt hier in diesen Einkaufshäusern und es geht darum halt die Häuschen mit den Einkaufshäusern so zu verbinden, dass die Autos da möglichst problemlos hinkommen. Wie das alles weiterläuft, das schauen wir uns gleich mal an. Also, Mini Motorways spielen. So, was haben wir hier? Also hier haben wir verschiedene Landkarten bzw. Städtekarten. Und ihr seht, ja, ich habe schon ein bisschen gespielt. Genau, es gibt tägliche Herausforderungen. Der Score zählt, soweit ich weiß, nur einmal. Also man kann das zwar so häufig spielen, wie man will, aber nur das erste Spiel zählt für den Highscore. Und ja, wir können das ja mal ausprobieren. Wir können hier gucken, wie so die Statistiken sind. Hier sieht man, wo die meisten sozusagen ja, hinkommen von der Punktzahl. Genau, wir können auch hier gucken. Okay. Wer die Besten sind. Okay, gut, alles klar. Ja, also schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ungefähr hier 600, würde ich sagen, ist so die Zahl, die die meisten schaffen. Okay, dann schauen wir tägliche Herausforderung. Ich sehe das Licht, beginne mit vier Ampeln und es sind keine weiteren Ampeln verfügbar. Bäume und noch mehr Bäume. Mehr Bäume und sie können nicht zerstört werden. Okay. Sind schon mal die Regeln. So, und jetzt sieht man hier, okay, so ein kleines Kaufhaus. Upsala. Und so. Und schon haben wir die erste Verbindung. Genau. Hier oben ist ja eine Uhr und dann vergehen die Tage. Und nach einer Woche circa gibt es dann immer so ein Upgrade. Also kann man sich zusätzliche Straßen oder Brücken oder Autobahnen und so weiter dazu wählen. Ich habe das jetzt mal ein bisschen beschleunigt, damit ja, die Zeit schneller rumgeht und dann die einzelnen Gebäude schneller spawnen. Alles klar. Also man kann das halt auch immer pausieren, wenn man will. Dann gehen wir mal hier lang. Ja, das wäre in Ordnung so. Zack. Und es ist auch gut, möglichst viel an Straßen zu sparen. Denn die sind nämlich auch begrenzt. Seht, noch läuft alles gut. Okay, jetzt ist eine Woche rum und ich kann mir hier Verschiedenes auswählen. Also ich sehe hier, ich habe zwei Brücken aktuell. Einen Kreisverkehr könnte ich mit dazu nehmen.
Aber ich entscheide mich dann doch eher nochmal für die Brücke. Wir haben ja hier relativ viel Wasser. Mal gucken, wo die nächsten Häuser spawnen. Genau, also dieses Haus muss ich jetzt noch nicht verbinden. Da reichen erstmal zwei. Mal schauen, wie es weitergeht. Auch das ist hier noch nicht nötig zu verbinden. Es gibt noch so Taktiken, Straßen in Gebiete zu bauen, wo man halt nicht möchte, dass irgendwas hinspawnt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht wollen würde, dass hier irgendwas hinkommt, dann baue ich da einfach ein paar Straßen hin. So, und jetzt sollte da nichts mehr spawnen. Ich kann ja immer wieder löschen. Genau, hier vielleicht. Hier nehme ich mal eine Brücke. Alles klar. Okay, jetzt sind hier wieder neue Gebäude da. Da können wir schon mal das hier verbinden. Und das sollte dann erstmal reichen. Also, in den Regeln stand ja, dass man die Bäume nicht wegmachen kann. Ich teste das mal und es geht tatsächlich nicht. Okay. So, dann verbinden wir mal das hier. Okay, da ist jetzt tatsächlich doch noch ein Haus gespawnt. Okay, dann machen wir das jetzt mal so. Zack. Zack. Alles klar. Ach ja, Mensch. Das ist ja super. Okay, warte mal. Also wenn jetzt hier noch mehr gelbe Häuser spawnen, dann ist das ja gar nicht schlimm. Also mal, wenn man hier auf die Fläche klickt, dann sieht man, wie weit, in welchem Bereich man bauen kann. Der wird immer größer mit der Zeit. Ah, da haben wir die erste Autobahn. Die ist praktisch, wenn es dazu kommt, dass die Autos längere Strecken auf sich nehmen müssen. Ja, wir können ja mal gucken. Wir machen das mal, ich mache mal Pause kurz. Jetzt nehmen wir hier mal die Autobahn. Platzieren die mal hier. Und dann so. 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 Alles klar. So, was haben wir jetzt? Neue blaue Häuser. Und dieses Einkaufszentrum, das ist jetzt rund. Das heißt, hier ist die Rate beschleunigt, die Nachfrage erzeugt. Ich lasse es erstmal laufen und gucke mir das mal an.
dann nehme ich wieder meine Brücke. Das ist natürlich auch wunderbar jetzt. Und ich habe keine Autobahn. Dann machen wir das mal so. Zack. Beziehungsweise halt. Na komm her. Zack. Und so. Und so. Und hier sagen wir. Ja, egal. Nee, doch nicht. Moment. Okay, mal gucken, wie das wird. Hier ist noch wieder alles. So, dann müssen wir das jetzt so ein bisschen anpassen. Dann kommt das jetzt mal hier hin. Das kommt hier hin. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ja, jetzt ist hier noch so ein dunkelblaues dazu gekommen. Mal schauen. So. Ja, wir nehmen auf jeden Fall eine Autobahn. Okay, jetzt ist hier blau auch nochmal rund geworden. Tja, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Also eigentlich könnte ich das hier mal kappen. Das dann so machen. Und den hier hinführen. Und den auch.
So. Und der kommt hier hin. Okay. Sehe ich hier 3, hier habe ich 2. Das geht hier nicht. Naja, so. Okay. Okay, jetzt haben wir hier gelb, aber wir haben keine neuen gelben Häuser. Tja. Vielleicht spawnen die ja gleich noch. Okay, die kommen hier alle auf die Insel. Okay, nehmen wir mal die Autobahn und wir führen die mal hier hin. Kommt dieses und dieses hier dran. Okay. Okay, jetzt haben wir da oben noch ein gelbes Haus, aber das müsste eigentlich erstmal so passen. Jetzt ist rot hier rund geworden. Jetzt komme ich hier an den Bäumen nicht vorbei. Dann machen wir das mal so. Ist klar. Okay. Vielleicht gibt es eine Autobahn gleich. Yes. Für Rot eine Autobahn. Rot ist jetzt auch von der Nachfrage höher geworden. Wo tun wir die denn mal hin? Ich würde sagen hier hin. Dann kommt die hier hin. Und dann kommt das noch dazu. Den führen wir mal hier hin. Ist klar. Also pro erfülltem Bedürfnis gibt es hier einen Punkt. Okay, jetzt haben wir hier ein neues Kaufhaus. Ah, hier und das Blaue. Ah, ne, das Blaue wird ja schon bedient. Dann machen wir das mal so. Okay, jetzt ist hier dieses Graue von der Nachfrage her eine Stufe höher gestiegen. So. Ist klar. Und jetzt haben wir hier noch ein blaues dazu bekommen.
So. Okay, was nehmen wir da jetzt? Also Brücken habe ich eigentlich noch. Versuchen wir mal den Kreisverkehr diesmal. So, jetzt ist hier blau. Jetzt ist Lila hier angestiegen von der Nachfrage. Also ich schaue mal, ob ich das hier irgendwie mit dem Kreisverkehr hinbekomme. Geht denn das hier? So. Lila ist ein bisschen doof, der wäre eine Autobahn noch ganz gut. Also nochmal mit dem Kreisverkehr. Wie kann man das gut schaffen? Wenn ich den jetzt hier hin tue, kann ich das hier. Okay, die Autobahn kann ich nicht direkt in den Kreisverkehr tun. Nein, wir beobachten das erstmal. Okay, das mit Lila, das ist echt nicht gut.
Also Gelb ist ja noch einigermaßen. Einfach, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist das hier das Problem. Ja, schade, dass es hier nicht so funktioniert mit dem Kreisverkehr. Ich könnte die Autobahn auch hier hinführen und den Kreisverkehr meinetwegen hier hin. Würden die wahrscheinlich hier so lang fahren. Okay, wenn ich das von der anderen Seite mache. Okay. Probieren wir das mal. Ja, rot wird, also lila wird. Das wird nicht klappen, oder? Das ist halt immer das Doofe, wenn man Straßen umändert. Okay, ja, mal gucken. So. Jetzt haben wir hier blau, dunkelblau. Was auch ewig weit weg ist. Und hier grau. Grau, denke ich, wird das hinbekommen. Also wir können das ja auch so machen, zack. Und so. Und meinetwegen so. Und das hier kappen wir mal. Und tun das hier hin. Mal schauen. Okay, und jetzt hier blau. Blau kommt ja hier rüber und bedient den und den. Also das Doofe ist, dass wir jetzt hier grau, wenn wir jetzt die Straßen hier miteinander verbinden, damit die blauen hier den Laden hier anfahren können, dann können auch die hier wiederum, die eigentlich nur hier hin sollen, den hier anfahren. Und das ist dann alles so ein bisschen blöd, weil manchmal fahren die halt einfach einen viel zu langen Weg. Also, ja gut, man könnte es probieren, weil der Weg unterscheidet sich jetzt hier nicht so. Okay, dann machen wir das mal so. Und der kommt hier noch ran. Und der hier. So, mal schauen. Ja, kommt der hier auch noch. Ist klar. Dann schauen wir mal. Ah, lila, ne, lila, ja, lila, lila wird das Problem. Okay, 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 hier ist jetzt erstmal eine Autobahn und jetzt habe ich erstmal Pause gedrückt. So, wir müssen irgendwie hier lila bedienen und dann ist hier auch nochmal lila. Okay.
Das wird jetzt alles so ein bisschen kompliziert. Ich habe nur eine Autobahn. Ich glaube, die Autobahn hier ist dann doch ein bisschen wichtiger. So, dann kommen wir mal hier hin. Dann können wir die hier damit mal verbinden. So, und jetzt blau. Blau. Ich komme hier nicht durch, wegen der Bäume. Okay, man kann das auch hier nicht in die andere Seite ziehen. Mal so und dann, und dann müssen wir hier mal ausweichen. Okay, das wäre blau. Der kommt noch hier dazu. Und der kommt noch dazu. So, und jetzt hier lila. Lila. Lila kann hier nur von unten angeschlossen werden. Dann machen wir da. Diese Weise, dass wir jetzt hier müssen wir jetzt mal eine Brücke verwenden, oder zwei sogar. Kommt der hier ran? Der hier. Und der hier. So, wobei ich glaube, lila, ach, das wird ja wohl nichts mehr, aber obwohl, naja, mal gucken. So, und was ist jetzt hier noch mit blau? Also diese ganzen Autos hier rechts, die werden wahrscheinlich hier hinfahren. Was ja auch gar nicht verkehrt ist. Schauen wir mal. Aber stark. Das war's. Zu wenige Autos erreichten dieses Ziel rechtzeitig. Der Verkehr brach nach 63 Tagen zusammen. 778 Pendler waren in dieser Zeit auf deinen Straßen unterwegs. Jo. Da sind wir wohl irgendwo etwas über dem Durchschnitt gelandet. Können wir mal gucken, wie das jetzt am Ende ausgeschaut hat. So. Tokio 778. 10 Wochen geschafft. Okay, kann man hier noch so ein paar Gimmicks einblenden. Klar. Ja, also das war es erstmal mit dem ersten Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, abonniert gerne meinen Kanal. Das würde mich auf jeden Fall super freuen. Also mir macht das auch echt Spaß. Und lasst ein Like da, gebt einen Daumen nach oben und gerne auch einen Kommentar.
Also, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao.